6 Jahre liegt der Reaktorunfall in Fukushima bereits zurück, doch auch heute erwarten die Wissenschaftler dort noch böse Überraschungen. Eine Forschergruppe aus den USA und Japan hat nun das radioaktive Cäsium in der Umgebung des Reaktors gemessen. Was sie nicht erwartet hätten, sogar 100 Kilometer entfernt konnten sie noch extrem hohe Konzentrationen des Stoffes nachweisen. Vor allem das unterirdische Wasser an Stränden war betroffen. Dort war die Cäsiumkonzentration sogar um ein Vielfaches höher als im Hafen des Kernkraftwerks selbst. Das berichten die Wissenschaftler in einem von ihnen auf pnas.org veröffentlichten Artikel. Doch wie konnten die radioaktiven Partikel so weit wandern? Die Forscher vermuten, dass die Ursache dafür die Sandkörner sind. An die Strände wurde nach der Katastrophe nämlich immer wieder radioaktives Wasser angespült. Der Sand könnte dabei wie ein Schwamm gewirkt und das Cäsium aufgenommen haben. Da die Bewohner das Wasser nicht nutzen, ist für sie die Gefahr relativ gering. Dennoch hat die Entdeckung enorme Auswirkungen. Über das unterirdische Wasser gelangen nämlich immer wieder große Mengen an Radioaktivität in den umliegenden Ozean.